Jürgen Salice wohnt in ruhiger Lage mitten im Rheingau. Sein Haus hat er kürzlich saniert. Allein eine Videoüberwachungsanlage fehlt noch. Salice möchte Haus und Grundstück so gut wie möglich vor Einbrechern schützen. Eigentlich hört man regelmäßig in kurzen Abständen, dass es im Ort, aber auch im Rheingau zu regelmäßigen Einbrüchen kommt oder Einbruchsversuchen. Die Installation der Videokameras soll uns einfach das Gefühl geben, fast alles gemacht zu haben, damit wir uns sicher fühlen. Jürgen Salice holt sich Technik und rechtliche Beratung von einem Sicherheitsexperten. Der weiß genau, wo die Kameras hin sollen und dürfen. Sein Plan? Er möchte 5 Kameras installieren. Sie sollen die Bereiche zwischen Eingang, eigenem Parkplatz, Terrasse und seitlichem Gartenzugang rundum überwachen. Generell gilt, die Videoüberwachung des eigenen Grundstücks und des Hauses ist erlaubt. Verboten ist dagegen die Videoüberwachung privater Flächen des Nachbarn, wie zum Beispiel Garten- oder Hofeinfahrt. Ebenso ist die Überwachung öffentlicher Bereiche wie etwa Gehweg, Parkplatz oder Straße untersagt. Der Grund? Es besteht die Möglichkeit, dass sie in diesen Bereichen andere Personen gegen deren Willen filmen. Und das ist eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Jürgen Salice weiß nun, wo die Kameras später installiert werden sollen. Bevor das geschieht, möchte er aber wissen, wie geht er zum Beispiel mit gespeicherten Videoaufzeichnungen um, ohne Ärger zu bekommen. Der Experte klärt auf. Also wenn wirklich was passiert ist, ich sage jetzt mal, das Auto aufgebrochen wird oder ein Briefkasten aufgebrochen wird etc., dann Polizei rufen und nur die Polizei kann mit den Daten etwas anfangen. Niemals irgendwo veröffentlichen, da geht es ums Persönlichkeitsrecht. Die Verwendung gespeicherter Videoaufzeichnungen ist ein sensibles Thema. Wieso fasst zusammen? Veröffentlichen Sie niemals gespeicherte Videoaufnahmen von Personen gegen deren Willen. Das verstößt gegen das Datenschutz- und Persönlichkeitsrecht. Verboten ist daher die Verbreitung von Videoaufzeichnungen zur privaten Fahndung, etwa über soziale Netzwerke. Und stellen Sie sicher, dass die Videodaten nicht von Dritten missbraucht werden, zum Beispiel von Ihren Kindern, welche die Aufnahmen ins Internet stellen könnten. Wieso-Tipp? Aufnahmen, die insbesondere der Verbrechensaufklärung dienen, geben Sie besser der Polizei. Ansonsten gilt, löschen Sie Kameraaufnahmen regelmäßig. Datenschutzexperten empfehlen nach 2 Tagen. Jürgen Salice hat sich für eine Funk-Videoüberwachung entschieden. Vorteil? Die Kameras sind schnell montiert, wetterfest und einfach in der Bedienung. Alle 5 Kameras, inklusive Planung, Montage und Beratung, kosten in Salices Fall rund 1.400 Euro. Allerdings. Vielleicht abschließend das Fazit von der ganzen Geschichte hier möchte ich noch mal erwähnen, dass diese Videoüberwachung nur eine Ergänzung ist. Eine Videoüberwachung kann keinen Einbruch verhindern. Ob verkabelt oder per Funk, wollen Sie Haus und Grundstück zusätzlich per Video überwachen und Ärger mit Nachbarn und Justiz vermeiden, dann sollten Sie Folgendes beachten. Informieren Sie alle Personen, die den von Ihnen überwachten Bereich betreten könnten, etwa Nachbarn, Gäste oder Mieter. Ein mündlicher Hinweis reicht in der Regel. Besser ist schriftlich. Bringen Sie zusätzlich und gut sichtbar ein entsprechendes Hinweisschild an Haus oder Grundstück an. Am besten sollte auf dem Schild stehen, dass Sie der Betreiber der Kameraüberwachung sind. Ohne Warnschild kann eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts vorliegen. Ein Gericht kann Ihnen die Videoüberwachung verbieten oder Sie im schlimmsten Fall zu einer Bußgeldstrafe verurteilen. Jürgen Salice testet abschließend die Überwachungskameras. Der Bewegungssensor funktioniert. Das Bild ist gestochen scharf. Salice freut sich, auch weil er jetzt noch früher sieht, wann Ehefrau Claudia nach Hause kommt. Auf wieso.de? Ein Datenschutzexperte erklärt im Interview, was Sie bei privaten Überwachungsaufnahmen beachten müssen, welche rechtlichen Grundlagen bei privater Videoüberwachung gelten und gesammelte Urteile zur privaten Videoüberwachung.